Hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar Der Ersehnte. Schön, dass ihr heute Abend immer noch da seid, dass ihr heute da seid und dass ihr jetzt live eingeschaltet habt auf www.joelmedia.de. Wir sind mitten in Johannes 8 und ich kann euch verraten, heute wird es sehr interessant. Wir kommen zu einigen richtigen Schlüsselstellen, nicht nur für Johannes 8, sondern für das ganze Johannesevangelium, für die ganze Bibel. Und mir selbst sind ein paar Dinge neu aufgegangen, als ich das studiert habe, und dann ist man immer so besonders motiviert, das auch weiterzugeben. Und ja, ich glaube, wir können einige spannende Dinge heute lernen, aber wir brauchen dazu ganz dringend den Heiligen Geist. Und wir wollen gemeinsam niederknien und beten und Gott bitten, dass er uns im Studium führt. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen für dieses so interessante Kapitel in Johannes 8, überhaupt das wunderbare Johannesevangelium. Und dich bitten, dass du auch heute Abend durch dein Wort zu uns sprichst, dass wir verstehen, was diese Worte von Jesus für uns bedeuten, dass wir mit großer Dankbarkeit und auch großer Demut uns deinem Wort nähern. Wir möchten dich bitten, dass Engel, die in Kraft und Herrlichkeit im Himmel dienen, jetzt hier anwesend sind und durch den Heiligen Geist unsere Herzen beeindrucken mit Gedanken, die direkt von dir kommen. Wir wünschen uns so sehr eine persönliche Erweckung und eine Reformation in unserem Leben und danken dir für all das, was du schon uns gezeigt hast. Aber wir sehen uns nach mehr von dir. Und darum bitten wir dich jetzt, dass du zu uns sprichst und dass du, Herr Jesus, unser Lehrer bist und uns die Dinge erklärst, die du damals gesagt hast. Das bitten wir in deinem Namen. Amen. Schlagt mit mir auf Johannes Kapitel 8. Wir waren mitten in Vers 29 stehen geblieben. Jesus hatte ja gesagt, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöhen werdet. Ihr erinnert euch, es war dieses Gespräch mit den Schriftgelehrten, mit den Pharisäern. Dann werdet ihr kennen, hat Jesus gesagt, wenn der Sohn des Menschen erhöht ist, also wenn er gekreuzigt werden wird, dann werdet ihr kennen, dass ich es bin. Und wir haben gesehen, da steht wieder, dass ich bin. Und dann sagt er weiter, hat er gesagt in Vers 28, dass er nichts von sich selbst aus tut. Also er hat einerseits seine Göttlichkeit angedeutet und zum anderen gezeigt, dass er in völliger Abhängigkeit von seinem Vater lebt. Und dass alles, was sie ihm vorwerfen, im Grunde genommen auch sie dem Vater vorwerfen, ohne dass sie das richtig so durchdacht haben. Und dann kommt ein wunderbarer Vers, wir lesen ihn nochmal in Vers 29, da, wo nämlich Jesus sagt, dass er niemals sich einsam fühlt. Denn, was sagt er in Vers 29? Und der, welcher mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater lässt mich nicht alleine, denn ich tue alle Zeit, was ihm wohlgefällt. Ja, was für ein Zeugnis. Jesus konnte sagen, obwohl die Menschen meistens sich verstanden haben, er konnte sagen, ich fühle mich nicht alleine. Heute ist Einsamkeit ein Riesenproblem. Ja, es gibt in Großbritannien sogar eine Ministerin für Einsamkeit. Nicht wahr? Es gibt ein Ministerium für Einsamkeit in Großbritannien, weil das so ein gewaltiges gesellschaftliches Problem ist. Einsamkeit. Leute sitzen vor dem Computer, sie haben 1000 Freunde in den sozialen Medien und fühlen sich einsam. Aber Jesus hatte kein Gefühl von Einsamkeit. Das einzige Mal in seinem Leben, dass er wirklich das Gefühl hatte, dass er einsam war, war wann? Am Kreuz von Golgatha. Nicht wahr? Als seit Gethsemane die Sünde ihn vom Vater getrennt hat, die auf ihn gelegt wurde. Er sagte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber ansonsten konnte er sagen hier, und selbst da war Gott der Vater so nah bei ihm wie nur irgendwie möglich. Ja? Er konnte sagen, der Vater lässt mich nicht allein. Und warum hat er das gewusst? Warum war ihm das bewusst? Was hat dazu geführt, dass er sein ganzes Leben lang immer das Gefühl hat, ich bin nicht alleine, Gott ist bei mir? Wir sehen das manchmal auch bei anderen biblischen Personen. Ja, Daniel sagt in Daniel 2, nun wollen wir dem König die Deutung verkünden. Ja, da sagt er ganz, also da macht er deutlich, ich und Gott arbeiten ja zusammen. Aus unserem Leben wissen wir aber, manchmal fühlen wir uns mit Gott verbunden und manchmal fühlen wir uns einsam, oder? Und die Frage ist, was war das Geheimnis von Jesus, dass er sagen konnte, was immer auch passierte, ich bin nicht alleine, Gott ist mit mir. Ich weiß das. Was war das Geheimnis? Was sagt er als Grund? Warum wusste er, dass Gott mit ihm ist? Weil er Verbundenheit auch hatte. Er hat eine Verbundenheit, genau. Was sagt er in dem Vers? Es gibt ein ganz, ich tue alle Zeit, was ihm wohlgefällt. Nun, ist es, aber wir lesen erstmal die Texte. Und um zu sehen, dass es wirklich auch so war. Wir gehen mal zurück ins Johannesevangelium.
in Johannes 4, Vers 34 und wir sehen, das ist so ein Pattern, so ein Muster, das immer und immer wieder aufkommt. In Johannes 4 geht das, sehen wir das zum Beispiel in Vers 34. Johannes 4, Vers 34, das ist nach dem Gespräch mit der Frau am Jakobsbrunnen, da sagt Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Was heißt Speise? Ja, er sagt, das ist mein täglich Brot. Ja, für Jesus war das nicht so, okay, ich muss auch noch tun, was Gott gefällt, sondern Jesus hat davon gelebt, dass er das tut, was Gott gefällt. Das ist mein täglich Brot. Meine Speise. Dann Johannes 5, Vers 30. Johannes 5, Vers 30, ihr seht, das kommt fast in jedem Kapitel vor. Johannes 5, Vers 30, wer mag das lesen? Ich kann nichts von mir selbst aus tun, wie ich höre, so richte ich. Und mein Tun, wie ich höre, Ich kann nichts von mir selbst aus tun, wie ich höre, so richte ich. Und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Genau, also, wir haben jetzt gesehen, Jesus, es war seine, also Gottes Wille, war für Jesus, ja, für Jesus seine Speise, ja, seine Nahrung. Was steht hier? Was hat er mit Gottes Willen gemacht in diesem Vers? Was hat er mit dem Willen Gottes gemacht? Ja. Ja, der Wille Gottes. Was hat er mit dem Willen Gottes gemacht? Ja, nicht nur ausgeführt. Er hat ihn gesucht. Könnt ihr das sehen? Er hat ihn gesucht. Es macht ja einen Unterschied. Kennt ihr das? Wenn man einfach gehorsam ist, was einem gesagt wird. Ja? Die Eltern geben einem 7 Aufgaben und macht erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, 7. Aufgabe, macht sie alle und ist dann froh, dass es keine neuen Aufgaben gibt. Ja? Man hat alles abgearbeitet, Liste fertig, hoffentlich kommt nichts Neues. Ja? Aber so war Jesus nicht. Jesus hat nicht gesagt, okay, das hat Gott gesagt, das hat er gesagt, das hat er gesagt, das hat er gesagt. Okay, jetzt hat er nichts mehr gesagt, jetzt kann ich machen, was ich will. Ja? Nein, er hat nach dem Willen Gottes gesucht. Könnt ihr sehen, es war ein Unterschied, ob ich nur das abarbeite, was Gott mir klar gesagt hat, oder ob ich mich auch dafür interessiere, was Gott noch vielleicht will, was ich noch nicht verstanden habe. Ja? Also es war sein Wunsch. Ja? Er hat danach gesucht, das hat ihn interessiert. Was will Gott? Ich glaube, das ist manchmal das Problem, das wir haben, dass wir gar nicht so genau wissen wollen, was will eigentlich Gott? Ja? Und weil, wenn ich mich ständig damit beschäftige, was Gott will, kann ich nicht gleichzeitig denken, dass Gott nicht da ist. Könnt ihr sehen? Ja? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, ich glaube, der Punkt ist nicht so sehr, dass Gott sagt, ah, du tust meinen Willen, dann komme ich auch ein bisschen zu dir näher, oder? Sondern Gott ist da, aber wenn wir in Sünde leben, dann merken wir seine Gegenwart nicht. Das ist wie am Kreuz, oder? Am Kreuz war die ganze Welt, die ganze Sünde der Welt auf Jesus, also nicht aus eigener Verschulden, aber ich weiß nicht, war auf ihm. Und obwohl Gott da war, hat Jesus sich einsam gefühlt. Und das ist mit, wenn wir sündigen, wenn wir Sünde leben, dann ist Gott zwar immer noch da, ist er nicht weg. Ja? Gott wirkt immer noch an uns, aber wir haben den Eindruck, wir sind alleine. Deswegen hasst Gott die Sünde. Deswegen hasst er sie wie die Pest, weil die Sünde uns den Eindruck vermittelt, dass Gott nicht mehr da ist, dass wir alleine sind, obwohl Gott noch da ist. Ja? Und wenn man das Gefühl hat, man ist alleine, obwohl Gott noch da ist, das ist eine ganz furchtbare Täuschung. Ja? Deswegen hasst Gott die Sünde wie die Pest. Und wir sollten sie auch hassen. Jesus hatte den Wunsch, Gottes Willen zu tun. Und dann in Johannes 6, Vers 38, Johannes 6, Vers 38, dort steht, denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, mit anderen Worten, ich bin auf die Erde gekommen, wozu? Nicht, damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Es war seine ganze Lebensaufgabe, sein Lebenssinn. Also wenn sich Jesus die Frage gestellt hat, warum existiere ich? Weiß nicht, manche Menschen stellen, also eigentlich jeder sollte sich die Frage stellen, warum bin ich eigentlich da, oder? Was ist mein Lebenssinn? Was mache ich eigentlich hier? Wenn man Jesus die Frage gestellt hat, warum bist du da? Dann hätte er gesagt, um Gottes Willen zu tun. Aber habt ihr den Eindruck, dass Jesus ein unerfülltes Leben hatte? Wir würden denken, oh, das ist ja, du musst dich doch selbst verwirklichen, du musst doch deinen eigenen Träumen und Zielen nachgeben. Nein, nein, Jesus wusste, die Menschen, die sich selbst verwirklichen wollen, die ihren Träumen und Zielen nachgehen, die sind dann meistens super einsam und verzweifelt. Jesus sagte, nein, nein, ich kenne jemanden, der das Beste für mich im Sinn. Und das interessiert mich. Mich interessiert, was Gott will, nämlich nicht, weil er ein Tyrann ist, ein Diktator, der mir was wegnehmen will, sondern weil er das Beste für mich will. Und wenn er das Beste für mich will, dann will ich wissen, was es ist.
So hat er gedacht. Ja? Das ist das Beste für mich, also will ich wissen, was weiß er alles? Was will er alles für mich? Das ist mein Lebensinhalt, Gottes Willen zu tun. Deswegen war er glücklich. Jesus war richtig glücklich. Er war zwar auch ein Mann der Schmerzen und von Leiden, ich war, weil Leute ihn abgelehnt haben, aber innerlich in seiner Beziehung zu Gott war er super glücklich und zufrieden. Hatte Frieden, ja, tiefen Frieden. Ja, deswegen kann er sagen, kommt her zu mir, alle, die müßig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben, ja, ich will euch Frieden geben. Schaut mal, Psalm 40. Psalm 40 und dort Vers 9. Das ist prophetisch von dem Messias, also von Jesus gesagt. Psalm 40 und dort Vers 9. Da heißt es in Vers 8, da sprach ich, siehe, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, das ist dieser, nicht wahr? Seine Ankündigung, dass er Mensch werden wird. Und dann steht in Vers 9, deinen Willen zu tun, mein Gott, begehrig. Das ist schon ein krasses Wort. Das ist ein sehr starkes Wort. Das ist nicht, könnte ich mir auch vorstellen, ja, wäre eigentlich auch eine gute Option. Das ist, Begierde ist mit, so da, also das Begehren, dass es das unbedingt haben will, ja. Leute begehren alles Mögliche. Jesus hat wirklich, das war sein tiefste Sehnsucht, war das, Gottes Willen zu tun. Deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre ich. Warum? Und dein Gesetz ist in meinem Herzen. Ja, da steht da, dein Gesetz ist in meinem Herzen. Und deswegen hatte Gott dann auch Wohlgefallen an ihm? Ja, also Jesus sagt ja, denn ich tue alle Zeit das, was vor Gott wohlgefällig ist. Und was sagt Gott, als Jesus dann getauft wurde? Dies ist mein Sohn. Wisst ihr, wann Gott das letzte Mal, ich glaube, einige von euch haben mich das schon erzählt, aber wisst ihr, wann Gott davor das letzte Mal gesprochen hatte? Also Gott, der Vater? Ich stelle nochmal die Frage. Wisst ihr, wann Gott, komm mal, der Vater das letzte Mal hörbar in der Geschichte der Menschheit gesprochen hat? Also bei der Taufe Jesus und davor, also vor der Taufe Jesus. Ellen White sagt, in den Tagen Adams. Denn jedes Mal, wenn im Alten Testament steht, dass Gott sprach, war es Christus. Jedes Mal, wenn im Alten Testament, wenn Gott zu Mose spricht, wenn Gott zu Hiob spricht, wenn Gott zu Jakob, zu Abraham spricht, das ist immer durch den Sohn Gottes, weil niemand hat den Vater je gesehen, der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters hat ihn bekannt gemacht. Das ist immer durch Jesus. Ellen White sagt, dass Jesus, als Jesus getauft wurde, war es das erste Mal seit 4000 Jahren, dass Gott, der Vater, hörbar in der Welt gesprochen hat. Warum? Weil es zum ersten Mal seit 4000 Jahren einen Menschen gab, an dem er richtig wohlgefallen haben konnte. Wo er sagte, das, genauso wünsche ich mir, dass ein Mensch lebt. Nach 4000 Jahren. Und was hat dieser Mensch gesagt? Ich bin nicht einsam. Ja? All die Dinge, die so, er hatte keine Depression, er war nicht irgendwie desillusioniert oder verzweifelt. Er hat zwar viele Schwierigkeiten erlebt, aber er wusste immer, Gott ist bei mir. Gott hatte Wohlgefallen an ihm. Hat Jesus jemals gesündigt? Hebräer 4, Vers 15 sagt, Hebräer 4, Vers 15, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Also hier haben wir einen Menschen, der sagt, ich weiß aus eigener Erfahrung, das ist keine theologische Idee, die ich habe, sondern ich weiß, Gott ist immer bei mir. Ich habe immer das Gefühl, dass Gott, ich bin nie einsam, ich habe immer das Gefühl, Gott ist bei mir. Ich weiß es. Was bewirkt die Trennung? Sünde. Ein Mensch, der nie gesündigt hatte, hatte die engste Verbindung zu Gott, die man nie haben kann. Denn nie das Gefühl, einsam zu sein. Wenn wir Einsamkeit vermeiden wollen in unserem Leben, sollten wir mit Gottes Hilfe die Sünde vermeiden. Sünde führt zu Einsamkeit, zu einsamen Gefühlen und zu Gefühlen, dass niemand für mich da ist und dass ich nicht, das alles nicht alleine schaffe und so weiter. Und deswegen führt Gott einen Kampf gegen die Sünde, nicht weil er uns irgendwie schwere Lasten aufladen will, sondern weil er nicht möchte, dass wir einsam sind. Ja? Und Jesus ist ein gutes Beispiel dazu. Und zwar im Griechischen ist es so, er sagt, denn ich tue, was ihm wohlgefällt, alle Zeit. Nicht ab und zu, nicht jeden sieben Tag, sondern alle Zeit. Das Geheimnis war seine Beständigkeit.
Ellen White sagt, er hat hier an dieser Stelle nicht versucht zu beweisen, dass er Messias ist, sondern er wollte seine Einheit mit Gott zeigen. Wenn ihr Denken offen war für die Liebe Gottes, dann würden sie auch Jesus verstehen und annehmen. Ja? Und jetzt schauen wir mal, was die Reaktion darauf ist. In Johannes 8, Vers 30. Und jetzt beginnt es richtig, ich finde es sehr interessant, was jetzt kommt. Johannes 8 und dort Vers 30. Was ist die Reaktion auf diese Worte von Jesus? Als er deutlich macht, ich weiß aus eigener Erfahrung, man kann mit Gott ein wunderbares Leben leben. Was ist die Reaktion? Vers 30, wer mag das lesen? Als er dies sagte, glaubten viele an ihn. Genau, als er dies sagte, glaubten viele an ihn. Was hat er gerade gesagt? Er hat gesagt, der Vater ist immer bei mir, weil ich tue alle Zeit. Genau. Haben die Menschen ihn gekannt? Haben die ihn so beobachtet im Alltag? Was glaubt ihr wohl, wäre passiert, wenn Jesus das gesagt hätte und er wäre gleichzeitig ziemlich arrogant gewesen, hätte Leute angeschnauzt, hätte ab und zu mal ein bisschen geflunkert und dann hätte er gesagt, ich tue alle Zeit, was ihm wohlgefällt. Was wäre dann passiert? Die Leute hätten gesagt, also, was bist du für ein Heuchler? Ja? Heuchelei merkt man sehr schnell. Die Tatsache, dass Jesus sagen konnte, ich tue alle Zeit, was ihm wohlgefällt, und dann auch tatsächlich die Leute das geglaubt haben, war nur möglich, weil sein Leben tatsächlich mit seiner Lehre übereingestimmt hat. Oder? Die haben gesehen, ja, also, eins ist klar, er war nicht so, wie sie sich vorgestellt haben als Messias, ja? Keine breite Brust, keine große Fahne für die Armee, nicht wahr? Keine Militär, was weiß ich was, Eskorte. Aber eins war sicher, er war ein toller Mensch. Ja, das war offensichtlich. Und deswegen heißt es hier, viele glaubten an ihm. Es war die Verbindung von seinem Leben und von seiner Lehre, ja, die zum Glauben von vielen Menschen geführt hat. Und jetzt achtet auf Vers 31. Was steht in Vers 31? Vers 31. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Okay. Was jetzt kommt, ist total interessant. Ich spule mal ein bisschen vor, okay? Damit ihr versteht, warum ich jetzt so mich freue über das, was ich denke, was wir hier gemeinsam studieren können. Ist bei euch auch an diesem Vers eine neue Überschrift? Bei mir ist eine neue Überschrift. Was dazu führt, dass meistens man diesen Abschnitt dann hier beginnt, ja? Und dann liest man, nicht wahr? Jesus spricht zu den Juden, die an ihn glaubten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und dann sagt er später, dann in Vers 33, sie antworten ihm, wir sind Abrahams Same und so weiter. Und dann sagt er später in Vers 44, ihr habt den Teufel zum Vater. Könnt ihr das sehen? Und ich habe auch schon Predigten gehört, wo Leute sagen, da haben die an Jesus geglaubt und kurze Zeit später zeigt sich, dass sie in Wirklichkeit den Teufel zum Vater haben. Aber ich möchte heute in Frage stellen, dass das so ist, sondern euch etwas fragen. Mit wem hat denn Jesus bisher die ganze Zeit gesprochen? Mit wem hat dieses Gespräch geführt? Nee, dieses Gespräch in Johannes 8, hier, das wir jetzt studieren. Mit wem hat er gesprochen? Wer war sein Gesprächspartner? Wir haben Jesus und er spricht ja mit jemandem. Wer war sein Gesprächspartner? Das waren Pharisäer, Schriftgelehrte, nicht wahr? Vers 13, ja? Pharisäer. Ja, die auch damals, also das war ja nach der Geschichte mit der Frau, mit der Ehebrecherin, die Pharisäer, oder? Schaut mal in Vers 13. Da sprachen die Pharisäer zu ihm. Vers 14, Jesus antwortete und sprach zu ihnen. Dann in Vers 14 zum Beispiel, also hatten wir genau, dann in Vers 21. Nun sprach Jesus wiederum zu ihnen. Ja? Vers 23. Und er sprach zu ihnen. Und dann in Vers 28, darum sprach Jesus zu ihnen. Das sind immer die Pharisäer und Jesus, Pharisäer und Jesus. Ja? Und was passiert jetzt? Während Jesus mit den Pharisäern redet, gibt es plötzlich ein paar Menschen, die an ihn glauben. Sind das die Pharisäer? Das sind Menschen, die drumherum stehen. Menschen, die zuhören. Ja, die folgen diesem Gespräch. Ja? Da gibt es eine dritte Gruppe. Und das sind Leute, die jetzt an ihn glauben, Gläubige. Wenn ihr nachher später weiterseht, werdet ihr sehen, Vers 34 und so weiter, dass Jesus immer sagt, er sprach zu ihnen. Aber in Vers 31 spricht er nicht zu ihnen, ja, also den Pharisäern, sondern zu wem spricht er?
Ja, das sind ja auch Juden, die Pharisäer, aber zu wem spricht er in Vers 31? Zu den Glaubten. In Vers 31, also ihr müsst euch das so vorstellen, Jesus redet mit den Pharisäern, ja, hin und her, dann reden die Pharisäer und sagen so und so und so und Jesus sagt, nein, so und so und so und so und er merkt, wie einige an ihn glauben. Und während das Gespräch weitergeht, wendet er sich quasi kurz ab und redet jetzt zu den Zuhörern, die an ihn glauben, okay? Und gibt ihnen einen wichtigen und entscheidenden Ratschlag. Behalten wir das im Hinterkopf, wenn wir gleich weiterlesen. Nämlich, was sagt er zu ihnen in Vers 31? Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr, wahrhaftig meine Jünger. Also Jesus sagt jetzt, pass auf, ich habe dieses Gespräch mit den Pharisäern, ja, die wollen mich nicht annehmen, die lehnen das Evangelium ab, die kritisieren mich, weil ich einer Frau die Sünden vergeben habe. Aber ich weiß, ihr glaubt. Und wenn ihr dabei bleibt, dann seid ihr wirklich mein. Zu denen er das sagt, das sind nicht die gleichen, zu denen er gleich sagen wird, ihr habt den Teufel zum Vater. Denn du kannst nicht den Teufel zum Vater haben und gleichzeitig Jesus glauben. Das geht nicht. Ja? Das sind einige, die an ihn glauben. Und er sagt, das Entscheidende ist nicht, dass ihr jetzt einfach nur glaubt. Das Entscheidende ist, dass ihr bei dem Glauben bleibt. Denn Jesus sagt, wer ausharrt bis ans Ende wird gerettet werden. Er sagt ihnen also, ich hoffe nicht, dass das nur eine kurze emotionale Sache ist, sondern Jesus war es wichtig, dass die Menschen dann auch dabei bleiben. Ja? Und deswegen ermutigt er sie im Glauben. Was sagt die Bibel in Offenbarung 14, Vers 12? Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Ja? Hier sind die, die den Glauben Jesu und seine Gebote bewahren. Und das Ganze war nicht ohne Grund. Vielleicht erinnert ihr euch noch, wir haben in Johannes 6 damals gelesen, in Johannes 6, da gab es diese große Krise. Und es gab ganz viele Menschen, die Jesus zugehört haben. Die kamen alle am Tag nach der Speisung der 5000 und wollten noch mehr Brote haben. Und Jesus sagt dann ihnen sehr deutliche Worte. Und was ist mit den Leuten passiert? Sind alle wieder gegangen. Sie haben ihn geglaubt und sind gegangen. Und dann stellt Jesus ja seinen Jüngern die Frage, wollt ihr auch gehen? Ja, er sagt, ich will euch nicht festhalten, wollt ihr auch gehen? Und was sagt dann Petrus? Wo sollen wir hingehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Nicht wahr? Nicht alle, die an Jesus glauben, werden auch gerettet werden. Nicht, weil der Glaube falsch war, sondern weil der Glaube nicht beständig war. Man kann echten Glauben haben und ihn wieder verlieren. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe in den Jahren, in denen ich jetzt für Gott arbeiten durfte, zu viele Menschen gesehen, die an einem Punkt mal richtig begeistert waren und dann wieder abgefallen sind, wieder in die Welt gegangen sind. Ja? Und das ist so traurig. Und das betrifft natürlich nicht alle, aber es betrifft immer wieder welche. Und deswegen hat Jesus gesagt, wenn ihr jetzt an mich glaubt, bleibt dran, bleibt dabei. Und wir haben die Zeit heute nicht, aber wenn ihr in der Apostelgeschichte, könnt ihr immer sehen, Paulus sagt nicht wahr, bleibt in der Gnade, bleibt in der Liebe. Ja, das ist immer ein großes Thema. Er sagt in Hebräer, wir sind nicht von denen, die zurückweichen, sondern nicht wahr, wir halten fest. Und an einer Stelle sagt er euch, immer dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig, euch macht es gewiss. Ja, oder er sagt, in 1. Korinther 15, kann ich kurz vielleicht mal vorlesen, da sagt er, 1. Korinther 15, ich erinnere euch aber, Vers 1, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe. Ja, also Paulus hat immer dasselbe gesagt. Er hat immer dieselben Predigten gehalten, dieselben Ideen, dieselben Themen, weil er wusste, Menschen vergessen so leicht. Ja, Menschen sind, seid ihr auch vergesslich? Ich bin sehr vergesslich. Ja, ich muss immer dasselbe hören. Paulus sagt, euch immer dasselbe zu schreiben, macht mir nichts aus. Immer wieder dasselbe, damit man dranbleibt. Übrigens, das ist, glaube ich, das ganze Thema der Versiegelung. Versiegelung ist nicht, dass ich plötzlich eine neue Stufe erreiche, so sehr, sondern dass ich so fest mit ihm verbunden werde, dass ich dann nicht mehr von ihm abweiche. Ja. Jesus ermutigt sie, bei ihm zu bleiben. Johannes 8, Vers 32. Er sagt noch mehr. Also er sagt, ihr seid wirklich meine Jünger. Also ein echter Jünger ist nicht der, der einfach nur in der Predigt sagt, wow, super. So ein echter Jünger ist der, der bei Jesus bleibt. Ja? In dem Wort von Jesus bleibt. Und was sagt er in Vers 32? Was wird passieren, wenn man in dem Wort von Jesus bleibt? Vers 32. Mhm. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. All das, was Jesus jetzt zu dieser Extragruppe sagt, zu diesen Gläubigen, ja, die anfangen zu sagen, wow, das ist interessant, was er sagt. Eigentlich würden wir dir gern folgen, ja, wir würden gerne deine Jünger sein. Und Jesus sagt, super, bleibt in meinem Wort.
behaltet im Hinterkopf, was ich sage und lehnt das nicht ab und verwerft es nicht, weil dann seid ihr wirklich meine Schüler und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Was macht die Wahrheit? Die Wahrheit macht frei. Schaut mal mit mir in Jesaja 61, Vers 1. Ich weiß nicht, ob ihr schon aus dem Kopf wisst, was in Jesaja 61, Vers 1 steht. Das ist einer der ganz großen Texte im Alten Testament, die auf den Messias hinweisen und auf das, was der Messias tun wird. Jesaja 61 und dort Vers 1. Jesus sagt, der Geist des Herrn, des Herrschers ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, er ist also der Gesalbte, der Messias, den Armen frohe Botschaft zu verkünden, er hat mich gesandt zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen was zu verkünden? Befreiung und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, die Wahrheit wird euch frei machen. Weil alle Juden warteten auf wen? Die warteten auf den Messias, ja? Und von dem Messias heißt es, der Messias macht uns frei, ja? Und Jesus sagt, wenn ihr bei meinem Wort bleibt, dann wird euch die Wahrheit frei machen. Das heißt, als Jesus hier sagt, die Wahrheit wird euch frei machen, sagt er wiederum, quasi ohne es auszusprechen, ich bin der Messias. Ich bin derjenige, der Freiheit bringt. Ja? Er hat sich nicht darauf eingelassen, jetzt zu sagen, ich bin der Messias, weil sie ihn dann, nicht, ja? Aber er hat genau das gesagt, was der Messias machen wird. Interessant ist ja, wenn wir noch zurückgehen zu Johannes 8. Gehen wir zurück zu Johannes 8. Und jetzt kommt. Und jetzt kommt Vers 33. Und wer mag mal Vers 33 lesen? Sie antworten ihm, wir sind Abrahams Same und sind nie jemandens Knechte gewesen. Wie kannst du das sagen, ihr sollt frei werden? Genau, wenn man jetzt oberflächlich liest, denkt man, ah, die Gläubigen fangen an, wir zu zweifeln. Ja? Aber Ellen White sagt, genau diese Worte kommen von wem? Von denen hier. Die hören nämlich zu. Ja, also müsst ihr euch vorstellen, die Pharisäer debattieren die ganze Zeit mit Jesus und wollen ihn irgendwie da fangen. Und Jesus merkt, dass einige Leute auf ihn glauben und er gibt ihnen jetzt quasi Ratschläge. Er sagt, pass auf, ihr könnt meine Jünger sein. Bleibt in meinem Wort, nicht wahr? Und die Wahrheit wird euch frei machen. Und dann hören die das und sagen, was frei? Wie frei? Wir sind doch frei. Was erzählst du denn, ja? Die wollen also quasi ihm das madig machen. Die wollen quasi diese Unterweisung für die Gläubigen wieder stören. Ja? Und ab dann spricht Jesus wieder mit diesen Pharisäern. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dass also das hier quasi wie so ein Einschub ist, wo er quasi Menschen sagt, hey, achtet auf. Vers 33, haben wir gelesen. Sie antwortet ihm, wir sind Abrahams Same und nie jemandes Knechtes gewesen. Habt ihr mal im Evangelium gelesen, dass jemand gesagt hat, oder wo, kam das, war das eine neue Idee für sie oder hatten die das schon öfter gehabt, dass sie gesagt haben, wir sind Abrahams Same, wir sind Abrahams Nachkomme? Wisst ihr, dass Johannes der Täufer mal was Ähnliches, schaut mal, lasst mal euren Finger hier, in Matthäus Kapitel 3, und dort Vers 9, das ist interessant jetzt, schaut mal, Matthäus 3, Vers 9, was sagt Johannes der Täufer? Das ist jetzt mehr als 3 Jahre vorher. Da sagt er, und denkt nicht bei euch selbst sagen zu können, wir haben Abraham zum Vater. Und was sagt Johannes mit anderen Worten? Denkt nicht so. Denkt nicht so, denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Könnt ihr sehen, wie Gott versucht hat, durch Johannes den Täufer die Pharisäer schon vorzubereiten, damit wenn Jesus kommt, sie nicht sagen, wir sind Abrahams Same, was brauchen wir dich? Ja? Johannes der Täufer hat eigentlich versucht, dieses Denken zu erschüttern. Und weil sie Johannes den Täufer abgelehnt haben, haben sie jetzt auch die Tür geschlossen und sind nicht bereit, Jesus anzunehmen. Johannes hatte versucht, dieses Denken zu erschüttern. Nun, kurze Frage an alle, die sich für Geschichte interessieren. Stimmt es denn, dass die Israeliten niemals Sklaven gewesen sind seit ihrer
Also, ich meine, sie waren Sklaven in Ägypten, oder? Gott hat sie freigemacht und sie sollten sich auch nie wieder in Sklaverei begeben. Und danach, sind sie da nochmal Sklaven von irgendjemandem gewesen? Ja, also erst kommt in der Zeit der Richter, nicht wahr? Da liest man immer, da kommt der König und hat sie unterworfen, dann kommt ein Richter, macht sie frei, dann kommt der nächste König und hat sie unterworfen. Ja, haben die Zeit zu lesen, aber ständig sind sie irgendjemandem untertan. Dann haben sie endlich ihr eigenes Königreich, Saul und David und Salomo, da geht's ganz gut, aber dann, die späteren Könige machen wieder alles kaputt, mehr oder weniger, und am Ende enden sie in Gefangenschaft in Assyrien, in Babylon, und selbst als sie aus Babylon zurückkehren dürfen, sind sie immer noch über den, also haben sie die Perser über sich. Und dann kommen die Griechen. Und jetzt die Römer. Das heißt, man muss schon wirklich in den Geschichtsblättern lange blättern, bis man irgendwann einen Zeitpunkt findet, wo sie mal keinen Oberherrn hatten. Und da stellen sich hin und sagen, wir sind nie irgendeine Sklaven gewesen. Und da fragt man sich, meine Güte, ja, wie verblendet sind sie eigentlich gewesen? Wie verblendet? Was er stolz gemacht hat, also da hätte ein bisschen Geschichtsunterricht geholfen. aber natürlich war das ihr eigener Nationalstolz. Ellen White sagt, diese Worte, also die Worte von Jesus, nicht wahr, die Wahrheit wird euch frei machen, haben die Pharisäer, also das hat sie so, sie waren beleidigt. Ja, dass Jesus, das, sie waren beleidigt. Die lange Unterwerfung unter fremdes Joch haben sie einfach beiseite geschüttelt und haben zornig ausgerufen. Deswegen seht ihr auch, das sind nicht die hier, ja, das sind nicht die hier, sondern das sind die hier. In Vers 33, sie haben zornig ausgerufen, wir sind Abrahams Same, wir waren niemals in Knechtschaft. Wie kannst du sagen, wir müssen frei werden? Ja, also das ist so der Geist. Das können nicht die sein, die gerade gesagt haben, wir möchten dir nachfolgen. Ja? In welchem Buch steht das? Das Leben Jesu, also Desire of Ages im Englischen. Ich habe es im Englischen, im Englischen ist es Seite 466, genau. Aber im Deutschen ist es dann irgendeine andere Seite. Genau, und jetzt kommt Jesus. Jetzt kommt Jesus' Antwort. Passt auf. Jesus fängt nicht an und sagt, hey, Moment mal, schaut mal hier in Nehemia steht, schaut mal hier in Daniel steht. Er fängt nicht an, den Geschichtsunterricht zu machen, ich weiß, hätte ich schlecht gemacht, aber Jesus ist klüger. Schaut, Jesus geht ans eigentliche Problem. In Vers 34, was sagt er? Wer mag mal lesen? Ich lese selbst. Jesus antwortet ihnen, wahrlich, wahrlich. Und ihr wisst, wenn wahrlich, wahrlich steht, steht im Griechischen eigentlich? Amen, Amen. Und wenn Jesus sagt Amen, Amen, dann könnt ihr wissen, also alles, was Jesus sagt, ist super wichtig. Aber was jetzt kommt, ist, das ist so eine Säule, das ist eine Säule des Universums. Ja? So wie er gesagt hat zu Nikodemus, Amen, Amen, ich sage dir, wenn du nicht von Neuem geboren bist, du musst wiedergeboren werden. Ja? Und hier sagt er, Amen, Amen, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein was? Ein Knecht der Sünde. Mit anderen Worten, selbst wenn es niemals einen Römer gegeben hätte, niemals einen Perser oder einen Babylonier oder sonst irgendjemand und ihr die ganze Zeit in Freiheit, politischer Freiheit gelebt hättet, aber aufgrund eurer Sünde seid ihr trotzdem Knechte. Das ist vollkommen egal, ob ihr euch jetzt für unabhängig haltet oder wie ihr euch politisch seht oder ob ihr die Römer mögt oder nicht. Es ist die Sünde, die euch bindet. Und das zeigt, dass Jesus das Thema wiederum geistlich angeht. Das finde ich so interessant bei Jesus. Ja? Jesus geht nie so auf so ein politisches Niveau oder soziales Niveau, er geht immer auf ein geistliches Niveau und sagt, wir sind alle, also er nicht, aber wir Menschen sind alle gebunden durch die Sünde. Wir sind Knechte der Sünde. Und diese Idee, Knecht der Sünde zu sein, ist natürlich, wie alles, was Jesus sagt, eine Idee aus dem Alten Testament. Schaut mal mit mir in 1. Könige 21. 1. Könige 21, da geht es um König Ahab. War Ahab ein guter oder ein böser König? König Ahab. Guter oder böser König? Ein böser König, der schlimmste, den es gab in Israel. 1. König 21 und dort Vers 25. 1. König 21, Vers 25. Dort steht, gar niemand war wie Ahab, der sich verkauft hatte, zu tun, was böse war in den Augen des Herrn, wozu seine Frau Isabel ihn anstachelte. Er hatte sich verkauft zu tun. Was heißt es, wenn man sich verkauft? Wenn man sich selbst verkauft, dann macht man sich zum Sklaven. Da wird dieses Bild verwendet. Er hat sich selbst zum Sklaven der Sünde gemacht. Noch ein Beispiel, Sprüche Kapitel 5, Vers 22. Sprüche 5 und dort Vers 22. Dort steht, den Gottlosen nehmen seine eigenen Missetaten gefangen und von den Stricken seiner Sünde wird er festgehalten. Die Wahrheit ist, die niemand gerne hört, jede Sünde
bindet. Sünde bindet. Auf die eine oder andere Weise. Körperlich, emotional. Sie bindet. Und wer sündigt und in Sünde lebt, der ist dann nicht mehr wirklich frei. Deswegen ist das Gegenteil von der Sünde ist was? Genau. Was ist das Gegenteil von, also Sünde ist definiert als die? Das ist die Folge genau von Sünde. Aber was ist Sünde definiert? Sünde definiert ist? Das ist die Folge von Sünde. Sünde ist die Gesetzlosigkeit, oder? Das Gegenteil vom Gesetz Gottes. Wie wird das Gesetz Gottes beschrieben? Was steht am Anfang über dem Gesetz? Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Das Gesetz beginnt mit, ich bin der Herr, der frei macht. Sünde, Knechtschaft, Gesetz, Freiheit. Deswegen sagt Jakobus, spricht Jakobus vom Gesetz der Freiheit. Was denken die Christen heute? Gesetz ist Knechtschaft, ja, die Liebe Gottes macht frei oder so, ja. Aber es ist die Sünde, die Knechtschaft macht, und das Gesetz Gottes beschreibt die Wahrheit. Das Gesetz Gottes kann nicht frei machen, aber es beschreibt die Freiheit. Deswegen ist Sünde Knechtschaft, weil es das Gegenteil vom Gesetz ist. Das Gesetz beschreibt die Freiheit. So, wir sind gleich soweit. Übrigens im Neuen Testament kommt das auch immer wieder vor. Und ich war mit der Knechtschaft, wir denken an vielleicht einen Text, den 2. Petrus 2. 2. Petrus 2 und dort Vers 19. 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 19, auch der Römerbrief ist voll von so Texten, nicht wahr? Wem ihr euch hingebt zu gehorchen, dessen Diener seid ihr geworden und so weiter. 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 19, mag denn jemand lesen? 2. Petrus 2. Dabei verheißen sie ihnen Freiheit, obwohl sie doch selbst Sklaven des Verderbens sind. Denn wovon jemand überwunden ist, dessen Sklave ist er auch geworden. Genau, überwunden ist das Gegenteil von? Also entweder ich bin überwunden oder ich überwinde. Ja? Überwinden heißt, haben wir gelernt, überwinden heißt, vor ein paar Wochen im Offenbarungsseminar, ein Überwinden heißt, ja, im Kampf, siegen, genau. Was heißt also überwunden sein? Siegen. Überwunden sein heißt, siegen. Besiegt werden, verlieren. Ja? Wir sollen Sieger sein, aber Knechtschaft bedeutet, wenn ich verliere, wenn ich gegen die Sünde verliere, weil ich alleine kämpfe ohne Gott. Ja? Und die Pharisäer haben alleine gekämpft, die wollten sich vor Gott. Das Problem ist, der Selbstgerechtigkeit, das ist das, was viele, glaube ich, nicht verstehen. Menschen, die Pharisäer, die denken, dass sie, wenn sie sich besonders viele Gebote einhalten, um sich vor Gott etwas zu verdienen, dass sie dann besonders toll sind. Aber in Wirklichkeit tun sie das ja dann ohne Gott, weil sie ja Gott beeindrucken wollen. Und indem sie ohne Gott das dann machen, haben sie keine Chance gegen die Sünde. Und deswegen verlieren sie eigentlich die ganze Zeit. Selbstgerechtigkeit ist das Patentrezept für die Niederlage. Wenn ich versuche, Gott zu beeindrucken, ist das die Garantie, dass ich scheitern werde. Weil ich alleine kämpfe und alleine habe ich keine Chance. Ja. Das ist der Punkt, ein interessanter Gedanke. Zurück zu Johannes Kapitel 8, Vers 35, zwei Verse noch, dann sind wir gleich am Ziel. Da können wir heute nicht hier aufhören, wir müssen bis Vers 36 kommen. Vers 35, Johannes 8, Vers 35. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Das ist ein interessantes Bild. Und ich frage mich persönlich, bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher, aber ich habe fast den Eindruck, ob Jesus hier auf eine Geschichte anspielt, die Paulus später auch auf den alten und neuen Bund ausdeutet. Kennt ihr eine Geschichte im Alten Testament, wo es zwei junge Menschen gab? Einer durfte im Haus bleiben und der andere musste gehen? Ismael und Isaak. Wer war Ismael? Er war ein Same Abrahams, oder? Aber ein Sohn der Magd, in Knechtschaft geboren. Ein Same Abrahams, aber in Knechtschaft geboren. Und wer war Isaak? Auch ein Same Abrahams, aber ein der Sohn der Verheißung. Ja? Und ihr könnt das nachlesen in Galater, da sagt Paulus den Vergleich, er sagt, Ismael, das ist quasi wie der alte Bund. Die sind zwar genetisch abstammend von Abraham, aber ihnen fehlt die Verheißung, ihnen fehlt das Evangelium. Sie haben das Evangelium nicht angenommen. Sie sind zwar Nachfahren Abrahams, aber keine Kinder Abrahams im Sinne des Evangeliums. Während Isaak, das ist der Sohn der Verheißung. Das sind alle den neuen Bund angenommen, die Jesus angenommen haben. Was haben die Pharisäer gesagt?
wir sind Abrahams Same. Und genetisch stimmte das. Sie waren tatsächlich genetisch abstammend von Abraham. Aber Jesus sagt zu ihnen quasi durch die Blume, Ismael war auch Abrahams Same. Und Ismael ist verloren gegangen. Esau war auch Abrahams Same. Also stopp, Ismael ist am Ende ellenweit, sagt, er hat sich am Ende noch bekehrt. Aber in diesem Bild ist er musste gehen, nicht wahr? Esau ist auf jeden Fall verloren, war auch Same Abrahams. Ja? Denn entscheidend ist, wie wir zum Evangelium stehen. Schaut mal mit mir in Römer, Kapitel 8. Römer Kapitel 8 und dort Vers 15 bis 17. Vers 14, denn ihr alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Was Paulus hier sagen möchte, ist ganz einfach. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann müssen wir nicht denken, oh Gott wird mich bestrafen. Oh, ich habe Angst vor ihm, ich bin jetzt sein Sklave oder so. Dann dürfen wir sagen, Papa. Das ist, was Abba heißt, Papa. Wir können zu Gott sagen, Papa. Und so, ich meine, habt ihr ein Kind, also wenn es kein Rabenvater ist, nicht wahr, hat eigentlich ein Vertrauen zu seinem Vater. Und so dürfen wir mit Gott umgehen, Papa, Papa sagen. Und dann heißt es hier, genau, Vers 17, wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Der letzte Vers für heute, Johannes 8, Vers 36. Da sagt er, Johannes 8, Vers 36, wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Nicht nur politisch frei oder sozial frei, sondern wirklich frei. Jesus macht frei von der Sünde. Das war ja der ganze Punkt seines Kommens. Und das ist der Punkt, warum sie nicht verstanden haben, weil sie politisch gedacht haben, Jesus macht uns frei von den Römern. Aber ihr sagt, wenn ihr wirklich frei werden wollt, folgt mir nach. Der Sohn macht frei. Von Jesus heißt es ja, er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. Und die Illustration davon konnte man sehen in der Geschichte von der Ehebrecherin. Ja, gesagt, so verurteile ich dich nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Und sagt, das, was ihr da gesehen habt, das ist eigentlich, deswegen ist das alles zusammen hier. Was ihr dort gesehen habt, sagt Jesus quasi, das kann euch für euch alle gelten. Egal, was ihr gemacht habt, ihr könnt frei sein. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass wir verstehen, dass es nicht nur ein frommes Versprechen ist, sondern wirklich die Wahrheit. Er macht wirklich frei. Und interessant ist, in Vers 32 sagt er, die Wahrheit wird euch frei machen, oder? In Vers 36 sagt er, der Sohn wird euch frei machen. Das heißt, wir brauchen die Wahrheit, wie sie in Jesus ist. Aber wir brauchen auch den Jesus, wie er der Bibel entspricht. Ja? Wenn ich nur die Wahrheit habe, aber mich für Jesus nicht interessiere, werde ich nicht frei werden. Wenn ich Jesus habe, aber mir meinen eigenen Jesus bastel, der nicht mit der Bibel übereinstimmt, werde ich nicht frei werden. Es ist der Jesus, den die Bibel offenbart. Und ein Studium der Bibel im Licht von Jesus, das macht frei. Und Jesus hat gesagt, Jesaja hat gesagt, der Messias kommt, um die Menschen in Freiheit zu bringen. Er sagt wieder quasi mit anderen Worten, ich bin der Messias. Ah, ein Vers müssen wir noch lesen. Jesaja 49. Kann er alle Gefangene befreien? Jesaja 49. Da wird eine interessante Frage gestellt. Vielleicht kennt ihr die. Jesaja 49, Vers 24. Kann wohl einem Starken die Beute genommen werden und können rechtmäßig Gefangene entfliehen? Also kann jemand auch befreit werden, der zu Recht gefangen worden ist? Weil es seine eigene Schuld war? Was ist die Antwort? Ja, Vers 25 sagt, ja, nicht nur die zufällig gefangen sind, nicht nur die gestolpert sind, sondern die auch sehen ins Auge, in das Verderben gerannt sind, wenn sie zurückkommen wollen. Ja, so spricht daher auch die Gefangenen des Starken sollen ihm genommen werden und die Beute des Tyrannen soll entfliehen, denn nun werde ich mit dem kämpfen, der gegen dich kämpft und ich werde deine Kinder erretten. Gott sagt, ich bin stark genug, egal was du gemacht hast,
Egal wie tief du reingerannt bist, egal wie stark der Feind ist, der dich hält, ich bin stärker. Jesus ist so stark, dass egal wer oder was uns bindet, Jesus kann und will uns freimachen. Und was wir brauchen, sind Menschen, die ihm das glauben. Und die nicht sagen, ich bin doch schon frei, ja, was willst du? Sondern die wirklich verstehen, ich brauche Hilfe. Ich bin gefangen, und zwar gefangen von Sünde. Und ich möchte frei werden von der Sünde. Die Bibel sagt, wo Gottes Geist ist, da ist Freiheit. Wo Gottes Geist ist, da ist Freiheit. Und der allerletzte Vers, mit dem wir heute aufhören, in Römer Kapitel 8, Vers 2, das Zeugnis von Paulus, das er selbst erlebt hat in seinem Leben, in Römer 8 und dort Vers 2. Römer 8, Vers 2, denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat mich was? Freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Paulus hat das Leben in der Sünde als ein Gesetz empfunden. Es war immer, gesetzmäßig hat er immer gesündigt. Und dann sagt er, aber der Geist Gottes hat mich freigemacht, sodass diese Gesetzmäßigkeit der Sünde durchbrochen worden ist. Und ich jetzt frei bin. Nicht durch eigene Kraft, sondern durch Gottes Geist. Durch Jesus, durch die Wahrheit. Und ich wünsche mir, dass wir auch mit Paulus sagen können, das Gesetz des Geistes des Lebens hat mich freigemacht. Dass wir sagen können, ja, ich bin wirklich frei, weil Jesus die Wahrheit mich freigemacht hat. Wollen wir noch niederknien und beten? Lieber Vater im Himmel, danke für dein Wort und danke, dass wir diese wichtigen Verse lesen konnten, die deutlich machen, die absolut deutlich machen, wir alle brauchen Hilfe, wir alle sind gefangen, weil wir alle in unserem Leben gesündigt haben. Und du, Herr Jesus, kannst jeden Menschen frei machen, dazu bist du gekommen. Wir möchten dich bitten, dass wir, wie diese Gruppe von Menschen, die Interesse an dir gezeigt hat, dass wir echten Glauben entwickeln. Und dass wir fest bleiben in dem Glauben, weil wenn wir in der Wahrheit bleiben, dann werden wir frei werden, das hast du versprochen. Wir möchten dich bitten, dass wir deine echten Jünger, deine echten Schüler sein dürfen. Und dass in einer Welt, in der viele nicht glauben, dass sie Hilfe bräuchten, wir deine Hilfe in Anspruch nehmen dürfen, deine Rettung und die Freiheit, die du schenkst. Herr, dank dafür von ganzem Herzen. Amen.